Der deutsche Unternehmer Karl Erivan Haub bleibt verschwunden. Die Suche im schweizerisch-italienischen Grenzgebiet, wo der 58-Jährige einen Skiausflug unternahm, verlief bislang ergebnislos. Haub gilt seit 4 Tagen als vermisst. Das Handelsblatt berichtet, sein Bruder Christian habe geäußert, es bestehe die Hoffnung, dass der Vermisste lebend gefunden werde. Haub sei ein erfahrener Skitourengänger und Bergsteiger. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Tengelmann-Gruppe, die unter anderem die Aktienmehrheit an der Baumarktkette Obi hält.